die Gute ist ein Hack. Oberhalb von Bern, etwa vom Murg. Im Sommer kannst du beim Festival hängen lang beim Bälle jassen oder rauflaufen. Auf ein Settings musst du noch ein Sticker kaufen. Immerhin kannst du oben gute Musik lassen. Nicht wie die hier, wo irgend so ne Habasch für mich schreibt, das geht ziemlich in die Hose. Wer gibt so Bier in dir? Drum geht's so gut, ein Bier, oh yeah, meine. Der Gute ist ein Hocken, wo wir auch von Bern und nicht etwa von Murten. Im Sommer kannst du beim Festival noch lang beim Bern die Anstaller rufen. Auf ein Settings musst du noch ein Ticket kaufen. Immerhin kannst du oben gute Musik hören. Wie wir hier von irgend Sonne. Habasch für mich schreibt, das geht ziemlich in die Hose. Dann gibt es so Bier in dir. Drum geht so gut ein Bier, oh je, meine. Drum geht so gut ein Bier, oh je, meine. Okay. Okay, Bier, oh je, meine. So, unterwegs auf den Gurten. Eine halbe Stunde früher als eigentlich geplant hat, an bestimmten Grund. Es hat ja geheißen, dass man je nachdem, wenn man später dran ist, sogar noch raufzulaufen ansteht, über eine Viertelstunde lang. Darum denke ich, ja, das macht sicher nichts, wenn man da rechtzeitig mal da ist. Um die Auszubänder wird es für Komfortzone eine Bergstation oben. Also muss ich sowieso zuerst rauf. Ja, das tickt dann einfach hoch. Was ich auch dabei habe, ist gesoffen. Es ist ja da. Ja, Pet ist erlaubt, respektive ein Velo-Bido, hat ein bisschen mehr Platz. Aber vom Hallo Velo anlassen, wenn ich schon ewig nicht mehr gefahren bin. Ja, mal schauen. Ja. Aber ich sehe es dann, wie das dann weiterläuft. Also, so wie es sieht, geht es noch. Ja. Also, jetzt sieht ihr mal den hohen grossen Drang. Lohnt sich also definitiv auf den Mittag. Das ist jetzt der grosse Drang momentan. So, genießt es noch. Am Abend ist auch die Haube nicht mehr so leer. Also jetzt bin ich mehr oder weniger zum normalen Check-in gekommen. Die anderen noch zu. Hey, das Komfort, das tut mir so auf. Hier ist die Cashless-Karte. Ja. Habe jetzt mal mit 100 Steine aufgeladen. Das tut dann auch gut schreiben, was noch überzählig ist. Ja. Hier sind sie jetzt an die verschiedenen Böllingen vorbereitet. Ja. Und dann mal schauen, ob ich den Lindenhof finde. Das sollte hier irgendwo jemand sein. So, hier läuft schon etwas. Ja. Ja, latschen wir ein bisschen durch das Gelände. Jetzt sollte der, glaube ich, Zelpen ist dann auf dieser Seite. Der Aussichtsturm. Eben, wer der Hauptkonzept bin, bin ich in der Komfortzone. So, da unten ist dann jetzt Zelpen rein. So, aber richtig Zeltbühne machen. Ich habe so ein Line-Up geschaltet, das etwas alles beinhaltet. Ja. Vielleicht blende ich das, wenn ich daran denke, noch ein. Das ist natürlich eine herrliche Aussicht auf Bern, aber es ist stüppig in den Augen. So, hier ist jetzt eben die Komfortzone. Sie ist noch ein bisschen steigen hochgekommen. Also gar nicht auf der Tribüne hier. Man hat wahrscheinlich auch nicht sehr viel gesehen. Nehme ich mal an, wenn er hier alles voll ist, wirklich alles gefüllt. Aber ja, da kann ich dann auch anschauen, dann mal ein Konzert dort losgehen. Ja. So, Campfire. Ja,
Ja, Lindhoven ist wieder in Hingerstkrochen versteckt, oder? In Jänisbahn. Dann gehst du über Hauptbühne, Waldbühne, hier ist die Selbbühne. Und da vorne. Ja, wenigstens fast direkt vor der Selbbühne sind wir. Gut, man weiss es eigentlich schon. Wir sind auf dem Gurt, aber wir müssen nicht meinen, es gibt hier Gurt. Also Felsenau, wo einkaufen ist, also. Ich bin jetzt um den Felsenau dran. Schwer zu sagen. Aber beides gleich gut. Muss ich dir vorstellen. Ich nehme noch Camporso. Es ist um 2 oder um 3 am Nachmittag. Ja, jetzt geht es so langsam von der Hauptbühne los. Ich bin jetzt noch hier. Ich schleiche mir das quasi ein bisschen über. Ich habe das Ding schon gepostet, mein Line-up. Was ist schon gefällt, ich weiß nicht, ob ihr so seht. Also die Comfortzone, das ist dort, wo die Tribüne dort ist, ist recht gut gefüllt, muss ich ehrlich sagen. Also wird noch witzig, wenn ich am Abend dann eben dort bin, weil unten, ja, kannst du sagen, ist natürlich der Bratsch voll, spätestens wenn die Nelle vor Toto spielt, aber in dem Kalle, wenn Jane schon da ist. Und der Tabu ist ja dort hinten, wird dann lustig vom Tabu da raufzukommen, aber ja, sehen wir. Ja, gestern ist die Maschine so angestanden, um raufzulatschen. Und da ist natürlich die Frage aufgekommen, ja, kann man nicht mit Bussen rauffahren? Und ihr seht jetzt hier, dort was übergeht auf die Richtung Zeltbühne, dort fahren zum Teil auch noch Lastwagen durch, Crewmaterial etc. Dort kommen ja dann Bussen rauf, mehr oder weniger. Und dann müssen die noch immer kehren und Kapazitätsgründen weiss ich, ob das wirklich schlau wäre, mit Bussen da rauf zu fahren. Ne? Also man müsste auch hier irgendwo halten und gescheiter früher kommen, sagen sie ehrlich. Ja. Und wenn wir noch bei diesem Thema sind. Ich habe gestern den Live-Ticker angeschaut, also ja, der Ticker halt. Und dort ist er gestanden, man ist teilweise eben 3-4 Stunden angestanden, um rauf zu latschen. Wahrscheinlich sind auch wirklich gleichzeitig auf. Was ich jetzt sehe, es sind schon ziemlich viele Leute oben. Die warten sicher schon nicht mehr vor der Gurtenbahn. Also sollte ja auch ein bisschen für Entlastung der Unge jetzt sorgen, weil die, die jetzt hier oben sind, die müssen nicht mehr rauf. Ja. Die sind schon oben. Aber es hat noch einiges an Platz. Wenn natürlich jetzt alle, die jetzt noch fehlen, erst um 5 oder 6 kommen, ja. Man muss auch kontinuierlich auf den Sofa schaufen, oder? Ja. Für die deutsche YouTube-Bubble. Es gibt ja Müll, Kehricht, Abfall oder was auch immer. Bei uns ist es Köder. Ja. Aber auch nur im Berndeutsch, denke ich. Das ist das, was ich vielleicht vorher angetönt, oder? Wir haben jetzt 3 am Nachmittag, es hat noch massiv Platz. Wenn jetzt natürlich die jetzt alle noch unten warten, es ist ja ausverkauft. Ja. Dann gibt es zwungenermassen ein Huren gestunken unter dem Bändli. Also, man hat einen massiven Platz, aber die meisten kommen auch erst jetzt rauf. Ja. Das ist die Hauptbühne. Ja. Gestern bin ich von diesem Tochsen. Keine Chance, die aufzukommen. Vergiss es. Simmeliberg. Ja, gesagt, wenn es jetzt eine Saison gibt, 2-3 Stunden später geht das auch anders ab, wo sie sitzen. Also es ist... Hier haben wir jetzt die Selbbühne, die ich mit der Waldbühne tauschen würde. Auf dem Gelände der Waldbühne prätscht die Sonne voll rein. Ja, hier wärst du froh im Schatten. Und hier ist die Aussicht auf Bern, auf das Ganze. Hier ist das Zelt vor der Schnur. Ja, das ist eben, ich würde es gerade austauschen. Yeah.
Freundschaft. Aber ist klar, also wenn du Bühne spielst, dann kannst du vergessen, hier beim Zelt irgendwie links zu stechen, oder? Also, jetzt bist du nicht mehr gekommen, halbwegs. So. Jetzt hast du aber einen von den Uhren fancy Hängematten. Ups. Mal schauen, ob es geht. Also halbwegs. Also, gesehen tust du nicht viel. Also, du hörst vielleicht. Das hat ja oben dann die Tribüne. Ja. Noch nice gemacht, aber ja, wir gehen noch einen weiter rauf. Jetzt kommt hier wieder ein betrunkener Test par excellence. Da geht das Hurenloch ab. Also, wir sitzen auf irgendeinem Kugelbahn hier, irgendeinem Spielplatz. Hier ist ja der Weg, der runterkommt, aber jetzt steigen wir ziemlich. Sind wir noch live? So. Aber jetzt ziehen wir ja die Kugelbahn, weil sie hey, sind doch eine Hurenkugel entfernt, da ist kein Soul dran. Hier kannst du jetzt hier drehen, machen, tun. Wenn du irgendeine Kugel hast, dann sind sie dran, so halbwegs. Und das ist, glaube ich, das Neue. Also, Spielplatz ist schon gegeben, aber irgendwie die Passerelle hier kommt mir jetzt unbekannt vor. Also, eben, ab der 2 hast du schon hier einchecken können. Oder gehen wir abtauen und dann wärst du da reinkommen, oder? Ja, ja, dann Check-in noch eingecheckt. Beim Check-in eingecheckt macht Sinn, oder? Kommst schon zum Abgang, Haupteingang rein, aber wenn du jetzt vor Hauptzeltbühne kommst, musst du irgendwie zuerst rüberkommen. Oder sind ein paar halt nicht mehr bekommen, wenn Patent nach Ochsen spielt, dann scheint das Feld bretschen voll, ja. So. Kannst du auch durchschnacken, oder? Nicht schön gemacht, also lohnt sich auf jeden Fall, das Geld ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen. Für das Komfort-Ticket. Einfach aber rechtzeitig da oben sein. Wenn du dann erst ab der 4 oder 5 raufkommst, hast du das gleiche gestunken wie sonst. Hier haben wir schon Liegestuhl aufgestellt, oder? Weil hier ist ja ganz klar, seht ihr ja, die Waldbühne, oder? Ja, das ist so ein Wegbruder, oder? Also hier wirklich der Abschaum, he? Und hier das luxuriöse Ding, oder? Hier kommst du auch nicht rüber, ja. Also musst du vorher kehren, wenn du es schaffst, schaffst du es rüber, ja. Die haben schon Spinge. Mir und der 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 Mir
Video. Ist das schon? Vielleicht kann ich dann auch noch etwas vor die Station bringen. Auf jeden Fall, dann lass uns das hier im Video an. So, Plan ist vierter Vorzug wünschen. Wahrscheinlich geht es öfters rum. Wir sind auf der schnelleren Linie, wir haben noch die geilere Aussicht auf Bern. Ja, so von der Zeit super gewesen. Insbesondere auf den Double Fantastic. Also kommt bei mir eigentlich auch das her, was ich bei SRF 3 habe gelost beim Baden Dochsner. Das Konzert habe ich am Freitag hier im PC gelost, ja. Dort wird jetzt auch die ganze Chance auch geschnitten. Ja, das ist jetzt die letzte Sequenz, die wir aufnehmen. Faber, wenn ich ja schon dort gesagt habe, nicht wirklich mein Fall. Irgendwie ein bisschen zu melancholisch, da bin ich relativ schnell mal richtig Tabu über. Was trotz nicht so ungespielt hat, die Zellbühne, die hätte ich den Ende oben gesehen. Ja. Aber Nelly Furtado natürlich, ein Hit nach dem anderen ist jeder Song gekannt. Aber, ja. Habe ich auch ein bisschen mitgewunken und that's it. Also, es ist nicht viel, es war mehr ein Durchspulen von den Hits. Und dann war es, glaube ich, auch schon bald fertig. Kaum sind mit dem Band angekommen. Übrigens, so oben, nicht lang gewartet. Sagen wir 5 bis 10 Minuten länger als die Ungen. Und gerade rings vor eurer Station hast du können. Hier hast du halt noch eine oder zwei Bahnen gewartet, bis du nach oben können hast. Aber auch, na? Darum bin ich auch früher bei der Nelfurtado weg. Gewusst, wenn das Konzert ist, kommt alles oben runter. Ein Negativpunkt ist leider auch die ganze Bändeli-Bettenleitung. Nicht als Konzert heute. Nehmen wir doch ein Ticket, Kapitelli. Und nicht irgendwie auf gut Glück unten. Ja, da gehen Bändeli-Betteln. Es ist dann auch nicht das Gleiche. Also, Party machen kann ich von mir aus gesehen, irgendwie irgendwas ist. Da muss ich nicht extra. Ja, auf einen Gurten dafür. Und wenn man das vorher nicht mitbekommen, ist es von mir aus nicht das Gleiche. Ja, dann ist es einfach ein bisschen Party machen, Musik hören. Und wenn du den ganzen Gurten miterlebt hast, also sage ich mal, wo eben den ganzen Tag bist du oben gewesen, ist das ja, ein anderes Gefühl, das ist meine persönliche Meinung. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich glaube, jetzt genug gehört. Und PC-Rocklo, jetzt schneiden wir den Scheiß. Tschüss zusammen.